Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Kommunikativ, beteiligend, aber auch bestimmt. Wie würden Sie den Charakter der Gemeinde Langgöns beschreiben? Als interessant, herausfordernd und sehr willkommen heißend. Gibt es einen Zeitvertreib, den man als ziemlich verrückt bezeichnen könnte? Als ziemlich verrückt, ich glaube, dafür bin ich zu normal. Aber ich habe schon viele Sachen gemacht, die man mir vielleicht jetzt nicht konkret zutraut. Ich tanze unglaublich gerne, das ist nicht verrückt, aber ich habe schon alle möglichen Tanzarten durchprobiert. Ich habe mal Kampfsport betrieben. Das ist nicht verrückt, aber ja. Was für ein Kampfsport? Kung Fu. Das ist ja Tai Chi. Und Wing Chun, aber nur ganz, ganz kurz. Okay. Also mit Stöcken ist es. Mhm. Aber das habe ich ganz, ganz kurz nur gemacht. Mhm. Wobei ich sagen müsste, für mich ist vielleicht verrückt, dass ich schieße. Das ist vielleicht verrückt, obwohl das ja eigentlich kein, ist nicht ziemlich verrückt. Was wäre Ihr größter politischer Fehler? Größter politischer Fehler, den ich je begangen habe? Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht direkt eine Sache, wo ich irgendwas verbockt habe, im Sinne von dann für die Gemeinde oder für den Kreis oder sonst irgendwas. Aber ich lasse mich manchmal auf Diskussionen ein, die dann zu kämpfen werden, wo ich dann vielleicht lieber nicht diskutieren wollte. Das ist vielleicht so ein Fehler. Wo ist Langgöns am meisten verbesserungswürdig? Was sollte man am ehesten verbessern? Ich glaube, das Miteinander. Nicht im Sinne von Vereinsarbeit und so läuft ja schön, aber im Sinne von, dass die Ortsteile besser zusammenwachsen. Das ist, finde ich wichtig, weil mir ein gemeinschaftliches Agieren wichtig ist. Deswegen ist das nicht das Kernproblem, aber das ist eine Sache, wo ich sagen würde, da würde ich gerne helfen.